So, Pipo ist wieder bei mir, der hat wieder hergefunden, das finde ich toll. Heute haben wir sehr schönes Wetter, die Sonne scheint. Wir machen heute ein Auto, wo mir auch wieder sehr, sehr gefällt. Ja. Und zwar ist es ja so, ihr wisst ja, wenn ihr ein Auto fahrt und das als Geschäftswagen nutzt, dann gibt es ja diese 1%-Regel. Ja. Bei dem Auto, das wir heute machen, hast du nur 0,5%. Wir machen heute für euch den Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, ja, 680 PS Serie, ja, ist ordentlich Leistung, ne? Weil die Batterie, die da drin ist mit 300 Kilo, die gibt auch ein bisschen Drehmoment und ein bisschen Power ab, ne? Da bin ich mal gespannt, wie das Ding läuft. Was halt direkt auffällt, ist die geile Bremse vorne, also die Farbe, ne? Dieses Neongelb oder ist es Neongrün? Paul, was ist das? Gelb, Grün? Neongelb, oder? Neongrün. Für Paul ist es Neongrün, für mich ist es Neongelb und Grün. Was ist es für euch? Sagt mal an. Pipo, ich brauche nicht viel erzählen. Wir machen heute die Software da drin. Wir machen jetzt die Zeiten. Wir gehen messen. Wir machen Logs, gucken Ladedrücke und alles. Fahren natürlich auch mal ein bisschen elektrisch. Ja? Bin ich mal gespannt, wie viel wir schaffen, elektrisch zu fahren. Ja? Pipo, ich will da nicht mehr viel reden. Komm, lass uns gleich anfangen. Los geht's. Ich und der Pipo, wir haben uns gedacht, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen elektrisch. Dann gucken wir mal, was elektrisch so geht. Also wir haben jetzt hier den E-Antrieb praktisch angemacht, E-Power. Wir sehen hier jetzt eine Reichweite von 14 Kilometer. Ja. Batterie ist ein bisschen mehr wie 50% geladen. Und wir fahren jetzt rein elektrisch. Und das Geile ist, also wenn ich jetzt beschleunige, ja, und dann vom Gas runtergehe, dann geht die Anzeige in die andere Richtung und dann wird praktisch geladen. Und wenn ich bremse, dann lädt es halt noch mehr, ja, wegen der Rückkopplung und allem. Das tut also auch gleichzeitig laden. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Berg runterfährst und nichts machst, dann wird die Batterie geladen. Später zeige ich euch auch noch den E-Charge. Das heißt, der Verbrenner geht an und der versucht so viel wie möglich in die Batterie reinzuladen. Dann gucken wir mal, was er in Serie drückt, das Ding. Ich denke, das wird so um die 700 PS machen, das Ding, oder? Ja. Glaubst du? Na, ich meine, hast du schon mal Hybrid gemacht? Ja. Welchen? Cayenne Turbo S E-Hybrid. Das, was ein bisschen furchtbar war, was schwer war, war die ganze Sache mit dem E-Antrieb. Das heißt, wenn du den Verbrenner halt laufen lassen hast, dass der E-Antrieb dann noch richtig funktioniert. Gerade beim Laden habe ich dann, wenn er geladen hat, wenn du vom Gas runter bist, hat er immer abgeschaltet manchmal, ja, beim Laden. Und es hat halt ewig gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ja. Mich würde echt interessieren, also von den Besitzern, wo so ein Porsche Hybrid haben, die dann auch modifiziert haben, ob das bei denen alles funktioniert. Ne? Also bei mir tut alles. Das war nicht einfach. Mhm. Rein elektrisch hast du noch nichts gemacht, ne? Rein elektrisch? Ja. Doch, ein Renault Zoe. Ah, okay. Renault Zoe, original 75 PS und dann habe ich auf 115 gemacht, ja, weil dann gibt es ja die 400 Volt Batterie. Ja. Gibt es ja mit 75 PS und 115 oder 125, was ich weiß nicht mehr. Mhm. Und da habe ich halt beide Stände verglichen und das ist eigentlich aufgebaut wie normale Kennfelder auch. Du hast eine Drehmomentkennlinie, ein paar Begrenzungen und die machst du halt. Ja. Mhm. Also ich habe keine Angst vor der Zukunft, weil wenn die Autos in Zukunft nur noch mit Batterie kommen sollten, würden trotzdem funktionieren ganz normal. Ja. Mhm. Weil ich meine, solange das Gaspedal da ist, wird es immer funktionieren, weil mit dem Gaspedal regle ich ja alles und wenn ich dann im Gaspedal sage, mach mir Drehmoment und so, dann versucht halt die Batterie das anzufahren, ja. Schwierig wird es zum Beispiel bei der Thermik dann, ja. Man muss halt wirklich thermisch aufpassen, wie warm wird die Batterie, was mache ich genau alles, ja. Ist nicht ganz so einfach. Pipo, wir geben uns auch nachher gleich den Spaß, wir messen mal 0 auf 100 rein elektrisch und dann messen wir mal 0 auf 100 rein elektrisch nachher, wenn er modifiziert ist. Bin ich mal gespannt, wie viel schneller wir werden, weil ich weiß, dass ich den E-Motor auch etwas machen kann. Ja. Ja. Und es wird halt ziemlich cool und ziemlich schön. Mhm. So. Nichtsdestotrotz, wir machen jetzt die Eingangsmessung. Wir messen jetzt und dann machen wir die Messungen 0, 100, 100, 200. Ne? Ja. So, Pipo, was haben wir hier? 0, 100, hier kannst du mal zeigen. 104,2 und 100, 209,2. Gar nicht mal so schlecht, wa? So, jetzt schalten wir mal um auf E-Power. Pipo, dann testen wir jetzt mal 0 auf 100
mit E-Power. Hä? Also wie gesagt, ich gebe Vollgas, ne? Ja, ja. Aber halt ohne Kickdown, dass wir mit der E-Maschine bleiben. 18,5 Sekunden. Ja. Bin gespannt, was dann nachher macht, wenn wir die Software gemacht haben. Jetzt fahren wir zurück, werten mal alles aus, ne? Gucken wir Messungen vorher, nachher, gucken wir alles an. Und dann werten wir mal aus, ne? So, Pippo, in Zürich-Auswertung Porsche Panamera Turbo SE Hybrid Serie 680 PS. Wir haben gemessen 677,9 PS und 857,3 Newtonmeter. Also ist gar nicht mal so schlecht. Die Zeiten waren ja 0-104-2, 100-209-2. Jetzt machen wir unsere Software, ja? Und dann fahren wir das Ding nochmal, dann gucken wir, was da rauskommt. Also, dann drucken wir das mal aus. PDF drucken. Batterie ist fast halb geladen und das Ding sagt mir Reichweite 9 Kilometer. Ja. Das heißt, was ist da ökonomisch? Allein die Herstellung dieser Batterie und das alles, ja, wenn sie voll ist, was kommst du dann? 30 Kilometer? Ja. Lohnt sich das überhaupt, sowas dann reinzumachen? Ja, Pivo. Tja, wahrscheinlich. Dass ich hier eine Batterie reinmache, wo ich 30, 40 Kilometer komme, die dann so einen Aufwand betreiben musst, um das zu herzustellen und alles. Ja, weiß nicht. Nice to have, but not must to have. Ich bin eben der Meinung, dass Elektro nicht die Zukunft ist, beziehungsweise erstmal schon wahrscheinlich. Aber ja, dann die müssen ja jetzt. Ich meine, Tesla macht es ja vor, die anderen, die Chinesen machen es alle vor. Das heißt, jetzt sind die deutschen Ingenieure gefragt, weißt du? Ich meine, ich bin selber auch noch der Meinung und fest davon überzeugt, dass wenn die deutschen Ingenieure, die deutschen Hersteller jetzt mal richtig Gas geben und alles, ich meine, dann, ich sag made in Germany, von Deutschen kommt nun mal das Beste. Es gibt kein Land, wo bessere Fahrzeuge macht wie Deutschland, ist einfach so. Ja. So, Bibo, dann machen wir jetzt mal gleich die Messung. Ja? Ich habe den E-Antrieb so programmiert, dass er natürlich auch, wenn du E fährst, mehr Power hat, mehr Beschleunigung. Und original fährt er mit dem E-Antrieb 18,5 Sekunden. Und jetzt sind wir gefahren 0 auf 100, Pipo, kann ich zeigen, 16,3 Sekunden. Ja? Siehst du es? Ja. 16,3, also 2,2 Sekunden schneller mit dem E-Antrieb wie mit dem originalen. Ne? Mhm. Ist doch schön, oder? Immerhin, ne? Jetzt haben wir die Messung gemacht, jetzt machen wir nochmal 0, 100, 100, 200. Hier hast du es. 0 auf 100, 3,7. Serie waren 4,2. Und 100 auf 200, 7,5. Ja. Es ist okay für so eine Stage, gell? Ja. 7,5 Sekunden, vergleichbar mit, ich sag's euch, S3 Stage 2. Pipo denkt wieder ins Auto. Nee, also so ein E63S fährt 7,8 ungefähr. Ein neuer M8 Competition mit 625 PS, die fahren so die Zeit 7,5, 7,4. Also bist du mit dem genauso schnell. Aber du musst überlegen, du hast halt 500 Kilo mehr wie so ein M8. Ne? Ja. Ja, deswegen. So, dann fahren wir jetzt zurück, werten alles aus. Gucken wir uns die Loks nochmal an, Pipo, was das alles so macht, das Ding. Ausgangsmessung Porsche Panamera Turbo SE Hybrid. Wir haben gemessen Serie mit 677,9 PS und 857 Newtonmeter. Jetzt haben wir 807,2 PS und 937 Newtonmeter. Ja, also das ist so wie das PDK-Getriebe unverträgt und alles, da rutscht nichts, da ist alles wunderbar und man sieht es ganz deutlich, dass wir eigentlich den größten Zuwachs haben, eigentlich gerade bei Drehzahlende. Ne? Also du siehst, wir haben hier am Rad eine Leistung von 727 PS, ja,
Wir hatten vorher am Motor 677, ja, und hier 611 Ampere. Das heißt, wir haben 110, ja, 116 PS mehr am Rad. Läuft das Ding, würde ich sagen. Mhm. Also, sind wir fertig, oder? Sind wir durch. Machen wir, geben wir das Ding zurück und auf geht's. Ja. Und gucken, was wir als nächstes drehen, hä? Ja. Also, auf geht's.